Herr Bundespräsident, meine Damen und Herren, aber natürlich, das ist jetzt eine aufsteigende Linie, vor allem lieber Helmut Kohl. Das ist die erste Rede und damit auch die erste Laudatio meines Lebens, die ich mit einem Dichterwort beginne. Friedrich Schiller hatte es im Jahre 1798 ausgesprochen, zwar in Bezug auf Albrecht von Wallenstein, aber es passt eigentlich auf jeden, der einmal am Rad der Geschichte mitgedreht hat. Und Schiller hat es wohl auch so gemeint. Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Man kann diese Worte natürlich auch auf Helmut Kohl beziehen, der bei Gott auch am Rad der Geschichte mitgedreht hat. Aber, meine Damen und Herren, da stockt man dann schon. Man kann die Dinge nach dem Stand von heute, man kann die Dinge nämlich auch umgekehrt sehen. Er steht und eher die Geschichte ist das, was schwankt, zumindest die Geschichtsschreibung über ihn und die Begleitgesänge der öffentlichen Meinung dazu. Eine andere Konstante, die auch von außen her zu betrachten ist, ist die Kraft der Persönlichkeit, die Helmut Kohl zu allen Zeiten ausgestrahlt und dann schließlich ja auch eingesetzt hat. Wir wissen es alle, was man dazu in Aufsätzen schreibt. Solche Stärke oder solche Macht ist mitunter etwas Zwiespältiges, selbst wenn sie vom Innersten eines Menschen ausgeht, wie bei ihm. Sie kann falsch gebraucht werden, aber sie kann eben auch zu positiven Zwecken eingesetzt werden. Je nachdem spricht man dann, jedenfalls bei normalen Menschen, vom diktatorischen Verhalten oder von Durchsetzungsfähigkeit. Wenn es sich aber um einen Regierenden vom Kaliber Helmut Kohls handelt, meine Damen und Herren, scheint nach verbreiteter Ansicht beides möglich zu sein, und zwar gleichzeitig. Fehlt ihm diese Kraft, dann wird ihm jegliche Regierungsfähigkeit abgesprochen. Besitzt er sie hingegen, so wird er zum Machtmenschen erklärt. Und der arglose Beobachter fragt sich, wie es die Herren Präzeptores denn gerne hätten. Wahrscheinlich hätten sie nur gerne einen anderen Wahlausgang gehabt. Dass Helmut Kohl in dieser Frage das Parteiengesetz verletzt hat, steht fest und wird auch von ihm nicht bestritten. Wenn ich recht sehe, beginnen unsere Mitbürger aber auch die Dimensionen der Affäre klarer einzuschätzen. Schließlich hat Kohl sich in voller Öffentlichkeit selbst dazu bekannt und außerdem haben auch seine schärfsten Gegner nicht behaupten können, dass er sich persönlich je bereichert habe. Der Verstoß gegen das Parteiengesetz bleibt. Aber künftige Juristengenerationen, zumindest diese, werden von all dem eines Tages nur noch wissen, dass Helmut Kohl der Mann war, der einerseits Satz 1 und 2 des Paragraphen 25 Absatz 3 Parteiengesetz einmal nicht beachtet hat, der aber andererseits den Wiedervereinigungsauftrag des Grundgesetzes erfüllt hat. Das ist auch ein Unterschied. Nach diesem Maßstab versteht es sich fast von selbst, dass ihm unser Volk in seiner großen Mehrheit mit Dankbarkeit, ja mit Bewunderung begegnet. Und dass wir alle, die wir hier versammelt sind, uns heute vor ihm verneigen. Auf viele Jahre, Helmut Kohl.
Erstes, was sagen möchte, ist ein Wort des Dankes. Und ich denke natürlich auch in diesem Augenblick gerne an meine verstorbene Frau Hannelore, die mir über viele Jahre treu zur Seite gestanden hat und meinen Weg über weite Strecken mitbegleitet und unheimlich gemacht hat. Und dann wenn ich beim Danken bin, möchte ich gerne jetzt hier meine Frau Maike erwähnen, die in diesen Jahren in bitteren und auch schwierigen Zeiten eisern zugestanden. Wenn Sie mich vor 2 Jahren gefragt hätten, ob ich noch einmal die Chance habe, vor Ihnen ein Wort zu sagen, hätte ich gesagt, das vergisst man wieder. Nach einem langen Leben mit all seinen Höhen und Tiefen weiß man umso mehr, was es bedeutet, gute Freunde und treue Weggefährten zu haben. Ich habe das, neben anderen Erfahrungen, bitteren Erfahrungen, habe ich diese gute Erfahrung gemacht. In der Summe meines Lebens bis heute kann ich sagen, der liebe Gott hat es mit mir gut gemeint. Danke schön.